Leute, Serplin hier. Heute geht's mal darum, dass eigentlich mittlerweile, ja, gerade in diesem Moment eigentlich sogar, ja, der perfekte Moment ist, um halt eine PS3 oder Xbox 360 zu kaufen. Einfach nur aus dem Grund, weil es gibt aktuell so viele Spiele dafür, die zum Teil nicht mal 5 Euro kosten. Es gibt scheißbillige Spiele, die Konsolen an sich. Du kriegst eine Xbox 360 oder PS3 für 50 bis 70 Euro auf eBay. So, und du kriegst es auf jedem zweiten Flohmarktverkauf. So, eine PS3 und Xbox 360 sind schon rein von der Preis-Leistung her eigentlich ziemlich geil. So, und selbst wenn du halt nur irgendwie Netflix und so interessiert bist, du kriegst für einen Fuffi eine Xbox 360, darauf läuft Netflix, da läuft YouTube drauf. Das läuft alles auf den gleichen Standards wie irgendwie die TV-App oder so. Oder halt die App der Nintendo Switch und Co. Aber es kostet dich halt ein Fuffi. Und du kannst all das genießen, bis, ja, die Server irgendwann runtergefahren werden. So. Das ist krank, wie geil das eigentlich ist. So, du kriegst so ein Entertainment-Paket für ein Fuffi. So, du kriegst keinen besseren Deal quasi für Gaming in irgendeiner PC-Kategorie. So, es ist einfach der ultimative Deal. Und jeder, der es nicht irgendwie ausnutzt, der das Geld dafür hat, der ist dumm. So, die Spiele sind Klassiker. Das The Last of Us, irgendwie Halo, die fucking nochmal GTA 4 und 5. Also, GTA 5, ja, besser auf PC, aber ne. Halt, trotzdem ist halt da original drauf erschienen, so. Mit immer noch laufenden Online-Servern. So, es ist halt so. Du willst ein Far Cry spielen? Boom! Das beste Far Cry laut Fans ist auf der Xbox 60 und PS3. So, du willst, was weiß ich, Call of Duty spielen? Die mit beliebtesten Teile? Xbox 360, PS3. So, für jeden ist irgendwas da. Es gibt dank Xbox Arcade super viele, super gute Indie-Spiele darauf. So, das ist krank, wie groß dieser fucking Nummer der potenzielle Genuss ist, den man daraus zieht, aber wie klein irgendwie der Verlust ist. So, das sind 50 Euro für ein Multimedia-Paket, auf dem hunderte gute Spiele laufen, die relativ aktuell sind, noch so 5 Jahre alt maximal oder minimal, maximal 10, 15. So, das sind halbwegs aktuelle Spiele drauf, in einer ziemlich okayen Qualität für 50 Euro. So, das ist krank. Naja, was auch immer. Danke fürs Zuhören, ne? Ihr seid cool. Ne? Denkt dran, deabonnieren, disliken, entbimmelt die verfickte Glocke und so, ne? Die ganze Scheiße, die man auf YouTube so macht. Und naja, denkt dran. Rutsch mal auf den Rücken, ihr kleinen Bastarde!